Herzlich willkommen zurück in dieser wunderschönen, nicht so weit entfernten Galaxie. Ja, letzte Folge, sehr viel Action, finde ich. Ich weiß nicht, warum Leute immer meinen, dass Wasserlevel schwer sein sollen. Bisher war dieses Level am schwersten, finde ich. Das ist gerade mal auf, keine Ahnung, normal. Vom Schwierigkeitsgrad her, glaube ich, oder? Ah, Schub ist F1, okay, sehr gut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, weiter geht's. Oh! 3. Okay. Ist das? Was? Ich spüre deine Gegenwart, Jane. Rush, was machst du denn hier? Die Jünger Ragnos brachten mich hierher. Oh oh. Erst dachte ich, sie wollten mich töten, aber ich habe sie falsch eingeschätzt. Spürst du, wie viel Macht in der dunklen Seite steckt? Das steckt im Stab. Kyle behindert uns. Jaden, du solltest diese Kraft spüren. Das übersteigt jede Vorstellung. Rush, was redest du da? Du bist ein Jedi. Nein. Nein, ich... Genug Gerede! Rush, vernichte diesen Jedi, damit wir unsere Aufgabe erfüllen können. Hat er Carlo? Jawohl. Zu schwach bist, dich uns anzuschließen, Jane. Dann darfst du uns nicht im Weg stehen. Bist du bereit für mich? Okay. Ich werde dich nehmen. Unbesiegbar. Hey. F1, 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 nein, nein, geht das nicht, nein, F2, F2, F1. Heiliger toll! Verdammt, mein Fuß! Alter! Wie soll ich mich denn davon befreien? F1 hat nicht funktioniert. Heilige, nein. Heilige. Boah. Ja, wie schon gesagt, die sich über Wasserlevel beschweren, sollten sich gefälligst dieses Level hier anschauen. Enter? Nein, was kann ich? Enter. Kann ich nicht einfach... Kommst mir nicht. Ey. Nimm das. Oh. Spüre den Zorn. Ergib dich ihr. Aha. Ich muss das nicht mehr machen. Ich kann das im Stehen machen. Ne, ne, ne. Ey, ey. Ihr feigen Schweine. Was machst du jetzt? Was würdest du denn nicht, Schwarz? Okay. Meint ihr seid stark, nur weil ihr in der Überzahl seid? Wie viel hältst du aus, Junge? Du bist schwach. Aha. Wir sind unbezwingbar. Naja. Oh.
Nein, das bist du nie. Du entkommst mir nicht. Doch, ich bin unbesiegbar. Nein. Doch. Aha, was hast du? Warum bist du blau? Dafür wirst du bezahlen, Jedi. Nein. Hey. Alter. Muss aber Schluss. Wir sind unbezwingbar. Hör doch einfach auf. Wenn sie sich weiter nicht tun, dann geht das hier etwa kaputt. Oh, wie cool ist das denn? So, jetzt da die wechseln. Nein, das wollte ich nicht. Damit. Ja, also wie schon gesagt, jetzt, dass die weg sind, du kann ich ja mal... Ah, okay, das geht scheinbar nicht. Hey, wo ist mein Lichtschwert? Jawohl! Du hey. Bist schwach. Was hast du für Leuchten eigentlich die ganze Zeit, so ein schönes Blaues? Warum bist du jetzt lila? Ich kann aufspringen, das sollte ich vielleicht lieber lassen. Du bist schwach. Ui, was machst du denn für fette Moves? Das möchte ich auch können. Ja! Stirb. Heil ich. Oh. Hast du geglaubt, ich würde meinen neuen Schüler so leicht aufgeben? Wo war... Du hättest mich töten sollen, als du die Chance dazu hattest, Katarn. Dein jämmerliches Jedi-Mitleid ist eine Schwäche, die dich dein Leben kostet. Und das der Akademieschüler. Und wenn da keine Säule stände? Aber nicht deines, mein lieber Rosh. Komm. Ja, Tavion. Rosh, nein! Narr! Eure kleine Freundschaft kann es nicht mit der Kraft der dunklen Seite aufnehmen. So weit ist es gekommen, Tavion. Die Macht häppchenweise stehlen wie irgendein intergalaktischer Parasit. Verschon mich damit, du selbstgerechter Katarn. Du magst mich gedemütigt haben, als du mich am Leben gelassen hast, aber dann habe ich das gefunden. Jetzt habe ich einen neuen Meister, der mir alle Kraft versprochen hat, um dich und alle Jedi zu vernichten. Ragnos, was kann dir ein toter Lord der Sith geben? Das, was ich schon immer wollte. Aber du wirst das nicht mehr erleben. Ey, mein Lichtschwert! Oh oh. Lange kann ich nicht mehr. Das ist nicht mein Lichtschwert. Wir haben uns befreit und überall umgesehen, doch Tavion hatte sich Rosh geschnappt und war geflohen. Jetzt wissen wir, wer diesen Kult anführt. Aber das erklärt noch nicht, wieso sie so viele Anhänger der dunklen Seite haben. Ein paar von Dissans Wiedergeborenen waren bei ihr. Und bezüglich der Kultanhänger hat Jaden eine Theorie. Wenn das Zepter die Macht speichern kann, kann es sie vielleicht auch freisetzen. Tavion könnte damit ihre Anhänger stärken. Verdorbener Jünger auf der dunklen Seite der Macht. Das würde viel erklären. Konntest du dir das Zepter ansehen? Ja, es gehörte wohl Ragnos. Wir werden rausfinden müssen, was Tavion damit vorhat, wenn wir sie stoppen wollen. Einverstanden. Du wirst ein neues Lichtschwert fertigen müssen, das das Verlorene ersetzt. Oh. Während wir versuchen, Tavions nächsten Schritt zu erahnen, möchte ich, dass du eine aktivere Rolle an der Akademie übernimmst. Sir Jaden, du hast auf Vijun ausgesprochen überzeugend agiert. Um sich drei dunklen Jedi zu stellen und sie zu besiegen, braucht es Tapferkeit und Talent. Ich denke, du bist bereit, dich ab sofort Jedi-Ritter zu nennen. Glückwunsch. Ja, Meister Skywalker. Vielen Dank. Jetzt bin ich eine Rang höher.
Nach dem Kampf spürte ich den Hass in dir wachsen. Du magst jetzt ein Jedi-Ritter sein, doch musst du dich vor der dunklen Seite hüten. Ja, Kyle, ich werde dich nicht enttäuschen. Jetzt bin ich einen Rang höher als Luke. Oh! Moment, was soll das heißen? Wie konnte ich mein Lichtschwert verlieren? Finaler Stil. Okay. Schwerttyp. Oh, zwei Schwerter, Doppelschwert. Oh! 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 Ja, geil. OMG. Ja, Standardschwert, nee, das hatten wir schon genug. Zwei Einhandschwerter, nur ein Kampfstil. Ein Doppelschwert, nur ein Kampfstil. Ein Einhandschwert. Drei Kampfstile stehen zur Auswahl. Gibt's hier Neues eigentlich? Neue Schwertgriffe? Verteidiger, Unruhestifter, Stichter, Vergelter, Konsul, Adept, Praetor. Wait. Habe ich meinen Lichtschwertgriff etwa wirklich ganz verloren? Den habe ich nicht mehr zur Auswahl oder was? Oder war das der hier? Ach krass. Oder doch? Warte. Nee, ich glaube, das war doch der, oder? Okay, ja, das war das Einhandschwert. Ja, nehme ich zwei Schwerter oder nehme ich ein Doppellichtschwert? Also schauen wir uns erstmal die zwei Lichtschwerter an. Ja, Griff. Griff, Schlichter, Vergelter, Konsul, Adept, Praetor, Wächter, Richter, Verteidiger, Unruhestifter, Schlichter, Vergelter. Ich würde sogar sagen, dass so ein Lichtschwert, dass man so ein Figur in der Hand liegen würde wegen dem Knüppel hier, oder? Aber gut, hier gibt es auch das gleiche. Ah ja. Was passiert, wenn ich zweimal Praetor oder Praetor mache? Doppelschwert, was gibt's hier? Griffhüter, Brecher, Beschützer, wie dünn, Champion, Bezwinger, Hüter, das war's. Hüte sieht schon eigentlich nicht schlecht aus, finde ich. Ich meine, diese spitze Ecke lässt sich, glaube ich, auch als Stechwaffe benutzen. Ich habe das Gefühl, diese dünnen Dinger brechen mir einfach nur. Das ist, glaube ich, eher unpraktisch. Hüte, Brecher. Brecher scheint, glaube ich, auch gut zu liegen dann in der Hand, oder? Also ich glaube, das hier würde am besten liegen. Oder das? Ich glaube, das, ne? Champion. Hütte, aber Hütte sieht auch... Ich glaube, ich nehme mal das so fürs Let's Play. Das sieht, glaube ich... Das sieht am meisten nach etwas aus, glaube ich, oder? Nehme ich eine Lichtschwertfarbe. Blau hatten die ganze Zeit schon. Dann nehme ich mal, glaube ich, eine andere diesmal. Grün, Orange, Lila, Gelb. Oh Mann. Ja, Lila. Wie war's mit Lila? Grün, so meinst du Yoda-mäßig? Orange? Grün hat man... aber Orange, Lila oder Gelb? Ich glaube, Lila oder Gelb? Orange ist... Da?
Mann, ich weiß nicht. Gabriela sieht eigentlich ganz, ganz schick aus, oder? Ach, nicht duschen. Oder doch vielleicht orange, weil. So, das sieht dann, glaube ich, eher aus so wie eine Mischung von zwischen helle und dunkle Seite, so orange. Oder? Oder lila. Ich glaube, lila können beide Seiten gut nutzen. Ach, ich nehme lila. Da du nun ein Jedi-Ritter bist, haben Luke und ich entschieden, dich auf anspruchsvollere Missionen zu entsenden. Oh. Sei aber vorsichtig. Gefahren lauern überall. Das gerade eben war keine anspruchsvolle Mission, okay. Ja, ausgeschaltete Feinde 50. Lichtschwerteinsatz, Würfe 32, Blöcke 53, Beinangriffe 41, Armangriffe 79, Körperangriffe 123. Machteinsatz. Heilung 36, Schutz 14, Sprung 96, Griff 7, Schub 8, Gespür 1, Geschwindigkeit 1. 1, einmal aus Versehen, Wurf 32, Entzug 3, Blitz 8. Gut. Es gab hier scheinbar keine hier Verstecke zu finden. Okay. Okay. Ach, das, und es gibt neue. Okay. Es gibt neue Missionen. Das war es scheinbar. Ja, in der nächsten Folge würde ich mal sagen, schauen wir uns mal an, wie es mit uns weitergehen wird. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein lila Doppellichtschwert. Wir haben die folgenden Missionen auf Chandrila, Tanaab, Yalara, Bys und Ortmantel zur Verfügung. Wir werden natürlich in der nächsten Folge mit Kultkontakt weitermachen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Endlich bin ich mal durch und das war ein sehr langes Level, aber es war sehr toll, finde ich. Also mir hat es gefallen, es war herausfordernd, es war abwechslungsreich, sehr abwechslungsreich, finde ich. Und ja, was ich sagen wollte. Ron ist ein Simp. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt euch die Folge anschauen können. Was will ich denn eigentlich sagen? Zum Abschluss. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt. So, jetzt habe ich's. Ja, Ron ist ein Zimt. Und damit, tschüss, möge die Macht mit euch sein.